Herzlich willkommen zurück hier bei Return to Metal Island, wenn ich die Musik richtig deute. So, ja, wir sind dabei, uns einen Mob zu organisieren. Hi. Und da ist doch wieder die Quizkarte. Die hatten wir doch beim letzten Mal schon gefunden, oder? Oder? Jetzt muss ich doch nochmal direkt ins Quizbuch gucken. Nee, die schwafelt endlos von Piraten, Schwertkämpfen, Ankern oder Schiffen. Ankern! So viel habe ich mir dann doch noch gemerkt vom Prolog. Wie viele Skelette? Die anderen kennen wir alle schon. Da traue ich mich noch nicht ran. Scurvy Dog Laden? Nee, genau. Na gut. Mal gucken. So. Ich bewundere erst nochmal den Mob. Well, it's definitely a mob. Bevor ich mich jetzt heimlich damit vom Acker mache. Not to touch that. You don't use someone else's mop. Why not? The mop is the formal tool of a cook. Not as clumsy or random as a dish rag. An elegant tool for a more civilized cleaning. You cannot hope to succeed with the mop of another. I can't? You must construct your own. A single, perfect instrument that you will keep and use for a lifetime. Well, let's hope it doesn't come to that. Once you build it, the mop will become your constant companion, your tool, and a ready means of defense against spills of all kinds. Build it? The wood is the heart of the handle. The heart is the handle of the cook. You are one. Not helpful so far. You must find a particular tree. A tree uniquely suited to the handles of mops. Carve your handle from a limb of that tree. Any questions? Ja. Also, Kopf des Mobs, da habe ich ja schon eine Idee. Ich glaube, den haben wir schon. Viel wichtiger ist, wo finde ich den Baum? How do I find the mop handle tree? I can't tell you exactly where it is, because this is your own personal journey. Remind me how to find the mop handle tree? I can't tell you exactly where it is, because this is your own personal journey. Ja, ist in Ordnung, verstehe. What kind of wood is the tree? That is something you must discover for yourself. Schnarch. What about the head of the mop? Oh, you have to have one, of course, but pretty much anything will do. It's mostly about the handle. Na gut. Are you sure I can't just buy a mop? Yours, for example. No, you've got to make one. Trust me on this. Okay, I guess I'll do it. What's wrong? You gave the story the wrong title. It should be called Mop Quest. When do we get to the piratey parts? Well, even the coolest professions involve more mopping up than you would think. It seemed crazy to me at the time, too. But don't forget, it was all so I could board a ship, take command, and sail to Monkey Island. But first, I had to make a mop. Die Erzählperspektive gefällt mir auch. Ich glaube aber, dass diese Vater-Sohn-Geschichte noch einen Twist nehmen wird. Ich weiß noch nicht genau, in welche Richtung, aber so wie ich Ron Gilbert kenne und seine letzten Spiele und die Wendung, die es da gab, glaube ich, dass das letzte Wort zum Thema Big Whoop und Ende von Teil 2 hier noch nicht gesprochen ist. Okay. Das Bild stehlen geht nicht. Ja, ich würde sagen, wir versuchen es nochmal bei Wally mit einer Karte für den Wald. Und wenn ihr zwischendurch irgendwas seht, was ich noch für das Vergrößerungsglas verwenden kann, dann sagt doch mal Bescheid. Ach, eine Plakette lesen, das hab ich Honoring auch nicht. Melee Island's 27th Governor, Carla the Swordmaster, for her heroic actions at Santa Catalina. So, hier hatten wir sonst, glaube ich, alles gesehen. Ja, hier sind nur diese ganzen Zeichen noch. Ach! Haha, die hatte ich auch übersehen. Tadam. Ach was, noch ein Monokel.
They're like glasses, only way less convenient. Kann ich einfach... Better to have one for each eye. If you say so. Kann ich die miteinander kombinieren einfach? If one monocle is good, two is better. Okay. Oh, das war ja einfach. Mir selbst zum Doppelmonokel gratulieren, ja. They magnify stuff even better since I stuck them together. Okay, soweit so gut. Angeblich, laut Steam, habe ich hier fast alles mir angesehen, aber eins nicht. Also es gibt wohl ein Achievement, wenn man sich hier alles anschaut. Was habe ich denn vielleicht hier übersehen? Die gemusterte, die hier vielleicht? Huh, never seen one of those before. Ich will jetzt nicht einfach nochmal alles anklicken, das ist... Das würde ich jetzt machen, wenn ich für mich alleine spiele, aber ihr könnt euch ja natürlich noch an alles erinnern, nicht so wie ich. Hier die alte Lampe vielleicht. Wally hasn't traded it in for a new model just because it's been around the block once or twice. I feel very strongly about that for some reason. Ja gut, das mache ich vielleicht beim nächsten Spieldurchgang und es wird ja mit Sicherheit noch welche geben, dass ich hier nochmal ganz genau drauf achte, dann mit Hilfe dieser tollen Taste. Nochmal danke Firebird für den Hinweis. Ja, mache ich vielleicht beim nächsten Mal. Jetzt wollte ich mich erst nochmal hier mit dem lieben Wally unterhalten. I'm looking for a tree to make a stupid map from. Have you got a map for that? So the cook has sent you on one of his spiritual journeys? Been a while since I made one of those mop tree maps. What kind of tree is it again? I don't know. A wood one? That's okay. Just bring me a sliver of the wood and I can work it out from there. I'm that good. Okay. Tell me again what you need to make me a map to the mop tree. Just bring me a sliver of the wood needed to make a mop. Okay. Bye. Ein Holzsplitter? Habe ich denn sowas hier? Nee. Mein hochmoderner Stift, ja. Pirate Times. Visitenkarte. Editor Conrad ja. Lee. Ready to publish your unrecognized genius. Der Schrumpfkopf ist nicht aus Holz, ne? Schnur. Ach, guck mal hier, die Schnur entwirren. Was? It's hopeless. It's hopeless. Na gut. Das geht wohl nicht. Kannst du eigentlich hier was damit anfangen? Nee. Wo finde ich denn jetzt einen Splitter von einem passenden... Huch! Ups, sorry. Da bin ich gerade rausgesprungen aus dem Spiel, aber da bin ich schon wieder. So, wo war ich gerade? Was wollte ich sagen? Ich glaube, Holzsplitter finden, ja? Wo man das wohl herbekommt. Eine Quizkarte nehmen. Hatte ich die schon beim letzten Mal? Findet man die doppelt? Ich weiß es gar nicht. Was passiert denn, wenn die weg sind? Sind die dann für immer weg? Was stand hier nochmal auf der Notiz? The note says, forced to close. Thanks for the memories, but cash would have been better. Ich gucke jetzt einfach hier nochmal, ob ich irgendwas... Nee, Tür, Schild lesen, hier war sonst nichts mehr. Ich kann mir nicht mal das Zirkusplakat mehr anschauen. So, hier bei Carla gibt es ja auch noch ein Rätsel zu lösen. Da wollte ich jetzt auch nochmal... Ich glaube, wir müssen in den Wald, um dort nach einem Splitter zu suchen. Würde ich mal... Halt, hier will ich hin. Würde ich jetzt einfach mal behaupten... Oh. Na schade, ich dachte, hier bricht irgendeine Ecke ab und man kriegt nochmal einen Sierra-Sterbebildschirm spendiert. Das werden wir auf Monkey Island ausprobieren. Guck mal hier, die Quizkarte nehmen. Die lag doch hier beim letzten Mal noch nicht. Oder doch? Ah, er ist schon den ganzen Tag her, als ob ich mich daran noch erinnern könnte. genau, ich wollte gucken, ob hier irgendein Buch interessant klingt vom Titel her. Voodoo-Tricks, Buch der Schatzkarten, Zutaten, Schiff zu Schiff, Autobiografie und am Ende der Planke. Was war das denn nochmal? The blurb says it's a solid if somewhat predictable story about a roguish pirate and a doomed romance with a woman of station. Gut, also auf den ersten Blick
wirkt da jetzt erstmal kein Buch wirklich interessant, wobei das hier eine andere Farbe hat. Das ist schon sehr verdächtig, sehr verdächtig. Gab's hier noch was? Irgendwas übersehen? Nein, hier darf ich nicht. Hier mit Carla sprechen. Später nochmal. Später nochmal. Ich glaube, sie wird mir auf meiner Queste nach einem Mob nicht unbedingt helfen. Ich guck nochmal in den Wald. Hier, wo ich mich sicherlich verlaufen werde und hier noch eine Quizkarte finde. Okay, die scheinen hier doch zufällig an bestimmten Orten aufzutauchen. Das macht ja Hoffnung, dass ich auch die Karten, die ich hoffnungslos verbrannt habe, doch nochmal irgendwo wiederfinden könnte. I'm hopelessly lost without a map. So, jetzt haben wir ja schon wieder ein paar gefunden, ne? Jetzt könnte ich hier nochmal reingucken. Odina ist die ... amtierende Königin von Bermuda. Da, waren wir noch nicht. Und Meerestiere im Fischladen? Ein Fischladen? Den haben wir noch gar nicht gesehen. Gibt's den schon? Habe ich was übersehen? War ich blind? Die Ente im Park kann hiermit gefüttert werden. Das weiß ich noch. Das war Brot. Ha, das werde ich wissen. Welche der folgenden Inseln ist keine Insel in Monkey Island 2? Booty Island, Skep Island, Dinky Island oder Reef Island? Reef Island sagt mir gar nichts. Oder ist das eine von Tails gewesen? Habe ich mich gerade blamiert? Ist jedenfalls nicht bei Monkey Island 2. So, so viel ist klar. Jo. War hier im Museum? Habe ich da was vergessen? Tell me again about the plank. That's an original plank from the Golden Hind. Autographed by Francis Drake himself. Nee, jetzt auch nicht Mob-Material, würde ich sagen. Was war das hier nochmal? What's this melted lump of metal? It used to be a mug. It was melted by some kind of acid. It was found in the Malay jail many years ago. Ach ja. After an incident where like 20 pirates escaped. Hey, I did that. I had to keep pouring the grog from mug to mug because it was melting them. I had an armload of mugs and I juggled them all the way from the scum bar to the jail. Also, I could get Otis to join my crew. Not my greatest decision in retrospect. That's a pretty wild story. This is absurd. It's like this whole wall is stuff from my personal adventures, but somehow I'm not even mentioned in your stories. That's what's so great about this museum. Everyone makes their own connections with the exhibits, and it's highly personal and different for everyone. That's not what I'm trying to say at all. Hmm. That's okay. You don't need to say anything. Just listen to what the exhibits tell you. Fine. Na, ist das auch eine Ansage an die Fans oder an das Monkey Island Franchise? Dass jeder damit natürlich sein eigenes verbindet und seine eigenen Erwartungen hat. Und man enttäuscht ist, wenn irgendein Kurator damit vielleicht etwas anders umgeht, als man das selber sich wünscht. So. Genug rumphilosophiert. Ein Stück Holz. Ein Stück Holz. Ich kann ja nochmal bei der Voodoo-Dame vorbeischauen. Ansonsten... Ach, warte mal. Da fällt mir gerade noch was ein. Komme ich jetzt am schnellsten hier wieder raus? Hier lang? Warte mal, was passiert, wenn ich M drücke? Achso, das gibt's noch nicht. Seekarte muss wohl später erst kommen. Ich habe ja jetzt die zweite Ladung Monokel. Und mit der Kraft des Vierauges... Ah, crystal clear. I'll just write that down. Sehr schön. Kann ich hier eigentlich sein Holzbein nehmen? Ist ja doch auch ein Stück Holz gewesen. Na gut.
So. Nee, hier war tatsächlich nichts mehr. Ich kann ja noch mal kurz beim Ausguck vorbei. Nur mal so, vorsichtshalber. Hier war aber sonst auch nichts. Kann ich mich denn hier noch mal beschweren? These new pirate leaders are real jerks. They laughed at me. And they won't fund my expedition. Why didn't you warn me? Would you have listened? Of course. Okay, no, probably not. Ja, da hat er wohl einen Punkt. So, wärmen wir uns hier noch mal kurz auf. Herrlich. Ach, schön. Ich kann noch mal sagen, so als Wasserstandsmeldung, ich habe mich längst an den Artstyle gewöhnt und inzwischen gefällt er mir richtig gut. Was soll ich sagen? Es ist doch einfach wunderschön. Und mit so viel Mühe und Liebe. Also über Geschmäcker lässt sich ja wirklich streiten, ja? Oder ob man das jetzt mag oder nicht, das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber dieser Vorwurf im Vorfeld, also erstmal die Art und Weise unter die Gürtellinie, habe ich ja auch schon was zu gesagt, ne? Dass das grundsätzlich gar nicht geht. Und der Vorwurf, das wäre irgendwie lieblos und dahingerotzt und billig, das ist einfach, also wenn man sich das hier anguckt, was hier alles im Hintergrund passiert, wie das animiert ist und so weiter. Ich glaube, da lehne ich mich mal so weit aus dem Fenster und sage, das kann man doch objektiv sagen, nee. Also es musste ja nicht gefallen, aber das ist doch ohne Zweifel ein wunderschönes Spiel. Nein, okay, nicht ohne Zweifel ein wunderschönes Spiel, aber ohne Zweifel mit sehr viel Liebe zum Detail und liebevoll gemacht. So. Es musste ja nicht gefallen, aber es ist doch gut gemacht. Komm. So. Und hier den Teil des Docks, den kennen wir ja. Aus dem allerersten Teaser. Fehlt nur noch Murray, der hier rumsteht und stänkert. So, was haben wir hier alles? Erstmal ein Schild. No parking of demonic, ghostly or undead vessels or scooters. Tuesdays 3 to 4. Oh Mann. Wollte ich aber jetzt echt gern. So, hier nochmal ein Kärtchen. Say what you want about my evil, horrible nemesis LeChuck, but he does know how to stock a ship. Looks like this is going to be a long journey. Einfach da sich reinschleichen geht wahrscheinlich nicht, ne? I hope this isn't one of those party cruises. Was? Wird doch stark. Hallo? Auf dem Partydampfer mit LeChuck? Würde ich buchen. So. Hey. Threepwood. I shouldn't even be talking to you. Ja, okay. Ich glaube, hier werden wir noch nichts ausrichten können. Can I be on your ship if I change my name? Only if you also change your face. Sorry. Na gut. Expedition to Fabled Monkey Island. Crew positions available. Serve under LeChuck, the most fearsome pirate on the eight seas. Equal opportunity employer. Inquire here. Hey, watch it! Was? Wo kam das her? Hier aus dem Fenster, was? Kann ich davon innen jetzt sehen? Ist hier jetzt? Ach! Mit dem sauber aussehenden Piraten sprechen. Der saß hier doch. Hier war doch. Verarsch mich doch nicht, Spiel! Du warst doch hier. Hi! Are you my waiter? I want the excellent dish I had at the governor's mansion last week. I don't know what it's called, but it was sort of, you know, a hot food. Yeah, but I'm not... It had ingredients in it or something. I'm not your waiter. I already told your incompetent cook this, but he still hasn't brought me my dinner. I don't work here. I'm not a waiter. Hop to it! Right away, sir. Okay. Waiter! I yeah, can't understand yeah. why this is taking so long. Just bring me what the governor served me last week. Of course, sir. Sorry for the delay. Okay. Aber das war jetzt auch endlich ein Hinweis darauf, was wir bei der Gouverneurin, also welches Buch wir gebrauchen könnten. Entschuldigung, kurz gehustet. Nämlich das Buch mit den, dieses Kochbuch mit den Zutaten, oder? Das können wir
können wir da ja vielleicht uns gleich mal gönnen. Hello, Mr. Brush. Hello. Hello, Mr. Brush. Alleine bei dieser Anrede, was es da wieder für einen nostalgischen Schub gibt. Can you make me a key from this serial number? Sure. This will be for a high-end display case. You a collector? Yeah. Stamps. Oh, I'd really like some crackers. Hands off. Those are my last crackers. Vielleicht, wenn ich dich hier mit Nachschub versorge? Warte, was? Das Etikett lesen, ja unbedingt. Especially fortified for the healthy parrot diet. Können wir tauschen? I found some cracker mix. You could bake fresh crackers in your furnace. Thanks. The ones on the plate were getting a bit stale. Take some if you want. Don't mind if I do. Aha, wunderbar. Was war das At hier nochmal? At the end of the plank. My mother's. Please don't touch it. Ah, okay, das gibt's doch auch. Deswegen kam mir das auch bekannt vor, ne? Das gab's nämlich auch bei der Gouverneurin. Hahaha. So. Habe ich hier eigentlich schon diese Taste gedrückt? Nee. Ach, guck mal, das. Ah. Goldener Schlüssel, was ist das denn? What is that? It's definitely not a key. Or a lock. It's a fishing lure, of course. Of course. Brauchen wir das vielleicht? Kann How ich much das for the haben? Fishing lure? It's not for sale. This is a locksmith shop. Perhaps you saw the sign outside? Ja, aber dann brauchst du es ja auch gar nicht. How much for the fishing lure? It's not for sale. This is a locksmith shop. Perhaps you saw the sign outside? Ja. What more can you tell me about the golden keys? Not much. I was just a kid and mysteries have never been my thing. Too messy. Okay. Wenn wir das bekommen, können wir dann mit der Dame da im in der Scambar wohl Karten spielen? Ach, hier. Jetzt haben wir ja, glaube ich, wieder ein paar gefunden. Wie viele Steinaffen gibt es im ersten Ring? Was für Steinaffen und was für ein Ring? Das wird wohl noch kommen. Was sagt Guybrush, wenn er auf einer Insel ankommt? Das wird vielleicht auch noch passieren. Okay. Ja, so ein paar Fragen müssen offen bleiben. Vielleicht stehe ich bei einigen auch einfach nur auf dem Schlauch. Weiß ich nicht so richtig. Kommt Zeit, kommt Rat. So, jetzt wollte ich doch mich erst nochmal hier bei Carla entschuldigen. Kannst du mir vielleicht noch ein paar Hinweise geben, was ich am besten auf meinen Frosch schreibe? Ach ja. Ach schön. Ich sollte dich wieder Gouverneurenzeug machen. Achso, Gouverneurenzeug machen lassen. Ich dachte, ich sollte dich wieder zu Gouverneurinnenzeug machen. Aber gut, Can we okay. Try the frog again? Ach so. Dear Carla. Na ja, ich hab's ja noch gar nicht geändert. This is a nice sentiment, and it looks like you even know something about me. One thing. You can do better. I reject your frog. Das kannst du besser. Ja, okay. Dann versuchen wir es doch nochmal. Eine letzte Entschuldigung verwerfen und ein neues schreiben. Versuchen sich zu erinnern, warum ich einen bei mir habe. Ja, nee, das weiß ich noch. Also, liebe Carla, es tut mir leid, dass ich das Buch verloren habe. So, dass du robust zur Robustheit bist, hart zu Sanftmut. Ich glaube, letztes Mal habe ich das hier mit der Pflichtbewusstsein versucht. Weil sie ja jetzt Gouverneurin ist und so und deswegen pflichtbewusst und so. Leidenschaftliche Schwertkämpferin ist sie ja auch, robust ist sie auch. Das passt eigentlich alles ganz gut zu ihr. Hard zu Sanftmut heißt das also. Im Englischen waren es ja immer die gleichen Wörter. Hard to hard.
So vielleicht? Und weil sie mit dem Schwert immer so das Herz durchbohrt, vielleicht? Vielleicht? Keine Ahnung. I admire that you are hard on softness. Nee, doch hart und softness. Okay. Wie deine Taten in... in Port Elizabeth, ja. Ach so, okay. Warte mal. Im ersten Teil, ich glaube, da waren das nicht Carla und General Smirk in Port Elizabeth? Erzählt er nicht davon? Aber woher sollte man das wissen, wenn man das Spiel noch nie gespielt hat? Ich dachte, die haben darauf geachtet, keine Rätsel zu nehmen, die im ersten Shown by your actions at Port Elizabeth, please accept my humblest apology. Ich verspreche, mich zu bessern. Na gut, I promise to do better in the future. Keine Ahnung, ob das jetzt passt. Hm. Ich bin skeptisch, aber wir werden es ausprobieren. Dear Carla, ugh, it looks like you tried to include personal details, but then you got them wrong. You don't know me at all. I reject your frog. Okay, verkehrt. Warte, noch eine Sache, das kannst du besser. Ach so, warte mal. Dann ging es vielleicht nur um den letzten Absatz. Dear Carla. Ja, wenn ich jetzt noch mal wüsste, was ich hier gestern ausgewählt habe. Also, es geht um das Buch. So, und ich meine, ich habe das hier. You are dedicated to dedication. Wie? Ja. Oh jemine. Habe ich denn das hier benutzt? As shown by your actions at Port Elizabeth, please accept my humblest apology. Hm. You can do better, das ist ja bestimmt hier, das hier. I promise to do better in the future. Mhm. Oh jemine. Habe ich das nur durch Zufall beim letzten Mal oder gab es hier einen Hinweis, den ich schon wieder vergessen habe? Ah! Ahaha. Ah. Dear Carla, this is a nice sentiment, and it looks like you even know something about me. One thing. You can do better. I reject your frog. Okay, you can do better. Also doch noch nicht gut so. Hm. Älteres Porträt? Was denn hier oben? Elaine told me that's Lauder Neckbeard, second governor of Malay Island. His overly strict morals and overly lax regulatory policies helped make the island what it is today. I've seen that same painting on a box of frozen instant cereal. Gibt's hier irgendwo Hinweise darauf? It's a lot of work being governor. Irgendwo muss es doch hier einen Hinweis darauf geben. Ugh, looks like Carla wasn't too keen on getting her portrait done. Edgy. Hier geht's wieder raus. Okay, das scheint ja jetzt das erste Rätsel zu sein, wo ich auch ein bisschen feststecke. Jetzt kam mir gerade noch mal die Idee, auf ihr Wahlplakat zu schauen. Re-elect Governor Carla. She's dedicated to dedication. Ha, genau. Dedicated to dedication. Gibt's denn... Ah, warte, Moment. Honoring Malay Island's 27th Governor, Carla the Swordmaster, ha. For her heroic actions at Santa Catalina. Ah, sehr gut. Sehr gut. Ja, wusste ich doch, dass das keine Anspielung auf den ersten Teil sein kann. Und war das überhaupt Port Elizabeth? Wurde da überhaupt ein Ort genannt? Und was wäre jetzt der andere Ort, den ich schon wieder vergessen habe? Catalina, glaube ich, ne? Ja, es war Catalina. So. Dear Carla. Sorry for losing the book I borrowed. I value that you are dedicated to dedication. As shown by your actions at Santa Catalina, please accept my humblest apology. I promise to do better so. In the future. Das müsste es doch jetzt sein, oder?
oder? This is for you. Dear Carla, I'm impressed, Guybrush. Surprisingly thoughtful. Considering it's you, I'm strangely moved to forgive you for losing my book. And I'll treasure this frog as a memento of the time you did something right. Hey, sehr schön. Okay, damit haben wir ein Rätsel gelöst. Wie schön. Und jetzt können wir uns vielleicht hier auch ein nettes Büchlein ausleihen. Das machen wir dann aber erst in der nächsten Folge. Habe ich jetzt hier irgendwas bekommen? Nee, ne? Nee, alles noch da. Okay, Hinweise brauche ich erstmal nicht, will ich nicht. Ich versuch's erstmal ohne. Okay, gut, so viel für heute. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen, fürs Dabeisein, für das Aushalten, wenn ich hier vor lauter Aufregung auch manchmal verpeilt durch die Gegend laufe. Aber es macht wirklich viel, viel Freude. Also dann, nochmals danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.